Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 10. Juni. Heute haben wir dabei Kindle, Lidl, Twitter, nochmal Twitter und Alibaba. Beginnen tun wir mit dem Kindle, dem E-Book-Reader von Amazon. Da gab es bislang keine richtige Möglichkeit, um Bücher und Dokumente wirklich dauerhaft zu löschen. Sprich, die sind zwar vom Gerät weg gewesen, aber hat man sich beispielsweise ein neues Gerät gekauft, dann waren die eventuell sogar autogesynkt auf einmal wieder auf dem neuen E-Book-Reader. Und das hat sich jetzt wohl geändert. Anscheinend noch nicht auf allen Geräten, aber wird wohl ausgerollt. Die Option permanent löschen und danach sind die Sachen wirklich weg, also richtig weg. Manche haben darauf gewartet, die werden sich freuen. Für viele wird es auch einfach egal sein. Eine andere Sache, da weiß ich auch nicht, ob man darauf gewartet hat, aber freuen tut man sich auf jeden Fall, wenn man bei Lidl einkauft. Das mache ich zum Beispiel auch. Und dort gibt es jetzt WLAN. Das Lidl Plus WLAN. Man muss es einmal aktivieren, also sprich, man verbindet sich, akzeptiert die Nutzungsbedingungen und danach connectet sich das Smartphone oder auch das Tablet und das Notebook, keine Ahnung, was ihr so im Lidl mitnimmt, direkt mit dem WLAN und steht euch während der Öffnungszeiten dann auch zur Verfügung. Bringt also nichts, einfach mal nachts auf den Parkplatz zu fahren, wenn man Netz braucht. Nächstes Thema, beziehungsweise die nächsten beiden Themen sind Twitter. Da hat jetzt Jane Manchun Wong, das ist eine gute Frau, die Reverse Engineering betreibt und jetzt in der Twitter-App rausgefunden hat, dass die Account-Verifizierung anscheinend zurückkommt und zwar direkt in der App. Account-Verifizierung, das ist der kleine blaue Haken, der bestätigt, dass ein Twitter-Account echt ist. Das konnte man bis 2017 auf der Webseite beantragen, man musste sich aber entsprechend auch qualifizieren, also man musste entsprechend auch eine Reichweite haben, eventuell ein prominenter Mensch sein oder halt Beziehungen haben. Und ja, 2017 wurde das Ding eingestellt und jetzt scheint es wieder zu kommen. Wir wissen noch nicht, welche Voraussetzungen diesmal vorhanden sind, aber ich bin gespannt, ob sich jetzt der eine oder andere dafür auch qualifiziert. Ich finde es prinzipiell eine gute Sache. Mit ein bisschen Aufwand und meinetwegen auch ein paar Euro Einsatz sollte das von den meisten Plattformen einfach ermöglicht werden. Und dann haben wir, glaube ich, auch ein besseres Netz oder beziehungsweise bessere soziale Netzwerke. Nächstes Thema für Twitter. Die machen ja den Faktencheck. Da war ja letztens noch der amerikanische Präsident von betroffen. Und da sind jetzt ein paar neue Punkte zugekommen, die gefakten gescheckt werden. Und zwar 5G und der Covid-19, sprich Coronavirus. Unter solchen Tweets kann jetzt auch das ein oder andere Mal der Hinweis auftauchen, dass man die Fakten checken soll mit einem entsprechenden Link. Ja, viele denken ja auch, dass 5G für den Coronavirus zuständig ist. Also gibt ja die ersten Thesen und Twitter gibt sich da jetzt ein bisschen Mühe aufzuklären. Anscheinend ist die erste Rutsche aber durchaus ein bisschen vage gewesen. Selbst unter ein paar witzigen Tweets wurde der Faktencheck-Hinweis hinzugefügt. Andererseits, was für den einen Witz ist, ist für den anderen vielleicht ernst. Alibaba, der E-Commerce-Gigant aus China, der verkauft ja eh schon in die westliche Welt, aber immer noch größtenteils in der asiatischen Welt und arbeitet da auch zum Beispiel mit TikTok-Influencern, beziehungsweise halt dem Äquivalent in China von TikTok. Das ist Douyin oder wie man es auch immer ausspricht. Naja, und die wollen einfach mehr im Westen verkaufen. Und deswegen suchen sie jetzt die Zusammenarbeit mit Influencern, mit YouTubern, Instagrammern und so weiter und möchten dafür 100.000 Personen rekrutieren, haben dafür auch die Connect Matchmaking Plattform ins Leben gerufen und ja, möchten damit entsprechend halt durchstarten. Gibt diverse Ansätze und das Ganze bezieht sich dann konkret auf die Plattform AliExpress von Alibaba. Das ist ein Marktplatz, wo auch ganz viele Händler aus dem asiatischen Raum, meistens aber dann direkt aus China, anzufinden sind, wo man sich halt die ersten Sachen kaufen kann, auch vieles gefälschtes Zeugs und vieles Schrottzeugs. Ja, und dafür werden jetzt Influencer gebraucht. Das war's dann aber auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Mittwoch. Wenn ihr morgen Feiertag habt, wie ich, dann ja, ist das vielleicht der letzte Arbeitstag diese Woche für euch oder der letzte Schultag, keine Ahnung. Kommt gut rein, habt vielleicht ein langes Wochenende. Ansonsten
Bis denn, macht's gut. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.